Das Institut für Lerndienstleistungen an der Technischen Hochschule in Lübeck entwickelt Online-Selbstlernkurse für kleine und mittelständische Unternehmen. Ziel des Ganzen ist, die kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Transformation, bei der digitalen Transformation zu unterstützen, damit auch eine Zukunftsfähigkeit gesichert werden kann. Es ist so, dass man diese Online-Kurse über die Online-Plattform der OnCampus GmbH dann buchen kann, mehr oder weniger. Sie sind im Erprobungszeitraum kostenfrei für kleine und mittelständische Unternehmen in Schleswig-Holstein. Das ist meistens ein Zeitraum von einem Jahr. Wir haben sehr unterschiedliche Angebote im Portfolio. Wir haben einmal den Schwerpunkt Tourismus, wir haben aber auch den Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Das ist jetzt ein Projekt, womit wir im Januar in die Erprobungsphase starten. Also die Anmeldungen sind ab jetzt möglich. Wir haben aber auch ein neues Projekt, das nennt sich ES 2020. Da geht es darum, die unternehmerischen Fähigkeiten zu fördern und zu stärken. Auch wieder mit dem Ziel, die digitale Transformation voranzubringen und die Zukunftsfähigkeit zu stärken. Speziell mit dem Schwerpunkt IT-Cluster in diesem Projekt.